Der Computer nicht. Oh, der ist abgestürzt. Wer dann? Ja, das طيب, bevor wir anfangen, ich wollte euch sagen, inshallah nach dem Seminar, weiß ich heute oder morgen oder irgendwann, posten wir in die Gruppe noch so eine kleine Umfrage. Bei dieser Umfrage geht es einfach darum, vielleicht gibt es einen oder anderen, der sagt, ich möchte mich oder ich kann mich in bestimmten Dingen irgendwie einbringen. Bei Dawa-Arbeit allgemein, bei Seminaren im Speziellen, dann kann man das herausfinden. Und eine Sache zum Beispiel wurde ja von den Brüdern jetzt schon angesprochen, manchmal will man irgendwas verteilen, wie diese Flyer, wie diese Koran-Übersetzung, dann weiß man, okay, der Bruder so und so, der ist bereit, 100 Flyer oder 1000 Flyer oder was auch immer zu verteilen, dann kann man das direkt von Anfang an mit berücksichtigen, macht die Organisation einfach. Ein anderer Bruder sagt, mir hat das Essen überhaupt nicht geschmeckt, ich zeige euch, dass ich das besser kann im nächsten Seminar, da haben wir auch gar nichts dagegen. Und eine Schwester sagt, sie möchte gerne, um das typische Klischee zu stärken, sie sagt, ich möchte gerne einen Kuchen mitbringen das nächste Mal, dann brauchen wir den nicht mehr von draußen für 1,50 kaufen. Das ist, hat alles Vorteile, inshallah. Das ist der Sinn. Wäre schön, wenn möglichst viele Geschwister da einfach sagen, was können sie machen, was wollen sie machen und mehr nicht. Tayyib. Jetzt müsste alles soweit sein. Klappt's, ja? Ja. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wir beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Prophet und Gesandter und letzter aller Propheten Gesandten ist. Meine lieben Geschwister, wir machen jetzt weiter mit der 9. und inshallah ta'ala letzten Unterrichtseinheit für dieses 6. von den 7 Seminaren. Inshallah ta'ala, wir waren stehen geblieben beim Kapitel 5.3.
Und wir haben jetzt eine Unterrichtseinheit, die geht von jetzt an bis ungefähr 11:30, also eine Stunde. Weil danach brauchen wir noch eine Stunde für die Geschwister, die an der Online-Prüfung teilnehmen möchten. Die geht dann bis Dhuhr und dann nach Dhuhr sind wir dann, inshallah ta'ala, fertig. Für die Online-Prüfung, wie ihr wisst, braucht man niemals eine Stunde, das ist nicht so wichtig, aber lieber soll es nicht an der Zeit hapern. Wir waren stehen geblieben bei der Frage, die Imam Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, was das dem schafiitischen Gelehrten Abdul Wahhab ibn Suqi rahimahullah gestellt hat. Und er wollte von ihm als Mufti, als Faqih wissen. Er sagte, was sagen die edlen Gelehrten, die Führer der Religion, über die 10 Qiraat, die heutzutage gelesen werden? Sind sie Mutawatir oder nicht? Und ist die Lesart von jedem Einzelnen von ihnen Mutawatir oder nicht? Und wenn sie Mutawatir sind, was gilt dann in Bezug auf die Person, die sie alle leugnet oder einen einzigen Buchstaben davon? Er sagte, rahimahullah ta'ala, alles so gebührt Allah. Die Qiraat, die Ash-Shatibi erwähnte. Ash-Shatibi, Imam Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala, wenn man das meint, dann meint man damit die 7 berühmten Qiraat, die ersten 7 von dieser Auflistung von den 10, die wir gemacht haben. Also Nafi, Ibn Kathir, Abu Amr, Ibn Amr, Asim, Hamza und Al-Kisai. Ja. Er sagte, die Qiraat, die Imam al-Shatibi erwähnte, sowie die weiteren 3, nämlich die Qiraat von Abu Ja'far, Ya'qub und Khalaf, sind Mutawatir und ein unbedingter Bestandteil der Religion. Yani, auf Arabisch sagt er, ma'lumun min ad-dini bid-darura. Damit will man sagen, es ist keine Sache des Ijtihad, es ist eine Sache, die hundertprozentig Teil der Religion ist und nicht zurückgewiesen werden kann. Genauso wie das Salah ein Ma'lum min ad-din bid-darura ist. Das heißt also, es ist unbedingter, notwendiger Bestandteil der Religion, nicht wegzudenken. Warum? Weil es eben Mutawatir ist. Also es ist keine, yani es ist so, wie wenn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam direkt ins Gesicht gesagt hätte, das kannst du nicht zurückweisen, du kannst nicht sagen, er hat es nicht gesagt, er hat es gesagt. Ja? Und er sagte, rahimahullah ta'ala, jeder einzelne Buchstabe, und übrigens auch das Schöne an der Fatwa ist, Muhammad ibn Jazari, rahimahullah, selbst, wir haben gesagt, er war selbst ein Imam und Gelehrter, auch der schafiitischen Schule selbst. Und er war Hadith-Gelehrter. Aber wofür ist er am meisten bekannt geworden? Zweifellos für die Ilm al-Qira'at, die Wissenschaft der koranischen Lesarten. Und deswegen, wer ist der Gelehrte oder ist ein Gelehrter der Koran befugt zu urteilen über zum Beispiel Halal und Haram? Mit Sicherheit nicht. Das ist die Aufgabe eines Faqih, richtig? Ist ein Gelehrter der Qira'at befugt zu sagen, das und das ist Ma'lumun min ad-dini bid-darura, ein unbedingter Bestandteil der Religion? Mit Sicherheit nicht. Das ist ebenfalls ein Faqih. Und das ist, was hier eben der Fall ist. Ja? Oder auch, ist ein Gelehrter der Qiraat befugt zu sagen, diese Überlieferungsketten sind sahih und diese Überlieferungen sind mutawatir? Nein, das ist die Aufgabe des Hadith-Gelehrten und so weiter und so was. Also jeder hat ja seinen Fachbereich. Ja? Das heißt, das ist die Theorie. In der Praxis natürlich, yani, ist es schwer wegzudenken, dass jemand sich nur in einem Gebiet spezialisiert und mit anderen nichts zu tun hat. Irgendwelche Grundlagen wird er schon haben. Und deswegen ist es gut, dass er hier jemand anderes fragt, der die Sache beurteilt und seine Antwort gibt. Und dann sagt der Rahimallah Ta'ala, jeder einzelne Buchstabe, und sei er nur von einem von ihnen, das heißt von den 10 überliefert worden, ist unzweifelhaft Teil der Religion und wurde dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam offenbart. Nur jemand, der rechthaberisch und unwissend ist, wird hier widersprechen. Dass diese Lesarten Mutawatir sind, ist nicht nur denjenigen bekannt, die sie gelernt haben, sondern jedem einzelnen Muslim, der bezeugt, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Gesandter ist. Selbst wenn ein ganz einfacher Mensch ist, der nichts vom Koran auswendig kennt.
Was impliziert diese Aussage? Also impliziert, dass die Menschen zu seiner Zeit, für sie war das eine Selbstverständlichkeit. Im Gegensatz zu den Menschen heutiger Zeit, die teilweise nicht einmal wissen, dass es überhaupt Lesarten des Koran gibt. Also ihr seht, wie das Wissen von Zeit zu Zeit yani abnimmt. Das war im 9. Jahrhundert. Der Gelehrte Ibn Salah, das ist einer der Hadith-Gelehrten, berühmten Hadith-Gelehrten, was also die Voraussetzungen nicht erfüllt, wie alles außer den 7 oder 10 Qiraat, darf nicht gelesen werden. Dies ist nicht nur Makruh, sondern Haram. Das heißt also, als Koran gelesen werden. Fazit: Alle 10 Qiraat sind Mutawatir und Teil dessen, was Allah Azzawajal als Koran offenbart hat und somit unbedingter Bestandteil der Religion. Man darf keine Mutawatir Qira einer anderen dahingehend vorziehen, dass man eine für richtiger hält als die andere, sondern ansonsten darf man persönlich eine Qira im Salah lieber lesen als eine andere. Wenn ich sage, ich mag lieber Hafs lesen als Warsch oder so, das ist kein Thema. Das ist dein persönlicher Geschmack. Die heutigen 10 Qiraat bilden einen Teil der 7 Harf, jedoch nicht alle. Das ist, was wir zusammenfassen in dieser sagen. Warum reden die Leute von 7 Qiraat manchmal und nicht von 10? Weil eben diese 7 historisch gesehen bekannter geworden sind. Ganz einfach. Bekannter geworden sind. Und nicht zuletzt gab es einen Imam, der hieß Al-Qasim ibn Firruh al-Shatibi, nachdem dieser eine Überlieferungsweg al-Shatibi genannt wird. Er hat ein Gedicht geschrieben über die koranischen Lesarten, über die 7 koranischen Lesarten, das sehr berühmt geworden ist und dem nachher auch viele andere nachgemacht haben. Und er hat ein noch inshallah, aber ich kann es ja kurz sagen, er hat das Buch At-Taysir von Imam Abu Amr al-Dani genommen. Das ist ein Buch, das über die 7 Lesarten ausführlich spricht, wer wie wo was liest. Und dann hat er daraus ein Gedicht gemacht. Und das Gedicht besteht aus 1173 Versen mal 2. Und das ist sozusagen jeder, der in diese Wissenschaft geht oder das lernen will, ja, muss dadurch, so ungefähr. Ja. Und deswegen sind sie berühmter geworden als mit Sicherheit viele andere Lesarten. Tayyib. Natürlich, wir haben gesagt, dass Ibn Mujahid, rahimahullah ta'ala, dieses Buch geschrieben hat, As-Sab'a, wo er 7 Koranleser aufgelistet hat, damit es übereinstimmt mit den 7 Harf. Ja. Und das ist dann klar, dass das eher Wellen schlägt, als wenn jemand was anderes machen. Was die anderen gemacht haben, sehen wir jetzt. Die Muslime pflegten in vielen Lesarten zu lesen, bis die Gelehrten der Qiraat begannen, Bücher zu schreiben, in denen sie diejenigen Qiraat aufschrieben, die sie beliefert bekommen hatten. Manche hatten die Qiraat von 25 gesammelt. Also nicht nur die 10, sondern noch 15 weitere, wie Abu Ubaid. Manche 5, wie der Koranlehrer Ibn Jubayr. Hiernach ging Ibn Ishaq, der Malikit, und sammelte in seinem Buch 20. Er war ein Freund von Qalun. Qalun ist ein Rawi, ein Überlieferer über Imam Nafi', einer der 10 Qari. Danach kam At-Tabari, rahimahullah, und sammelte mehr als 20. Ja. Hiernach kam Abu Bakr, Muhammad ibn Ahmad ibn Umar al-Dajuni, und nahm unter anderem Abu Ja'far, einen der 10 Koranlehrer, auf. Andere wiederum sammelten 8, wie Tahir ibn Ghalbun. Der erste, der nur 7 sammelte, war Abu Bakr ibn Mujahid in Bagdad im Jahr 300 islamischer Zeitrechnung zu seiner Zeit, und danach erschienen Abu Bakr ibn Ahmad ibn Nasr al-Sudai und Abu Bakr Ahmad ibn Hussein ibn Mihran, Autor von Al-Ghaya und anderen Büchern und so weiter. طيب. Dann kommen wir zu bekannterem. Außerdem tauchte im 6. Jahrhundert islamischer Zeitrechnung einer der berühmtesten Gelehrten auf dem Gebiet der Qiraat auf, nämlich Al-Qasim ibn Firruh ibn Khalaf ibn Ahmad al-Shatibi al-Ru'ayni al-Andalusi, also hat in Andalusien gelebt, bekannt als Imam al-Shatibi. Und er schrieb dieses Gedicht, das 7 Qiraat auf einem sprachlichen Niveau und in einer dichterischen Form
beinhaltet, wie es ihm bis heute niemand nachzumachen vermochte. Also viele danach kommen, haben was Ähnliches gemacht, aber viel kopiert. Dieses Gedicht wird heute noch von Ausnahmen abgesehen von jedem Schüler der Qiraat gelernt, da viele Koranlehrer dies für jeden voraussetzen, der die sieben Qiraat lernen möchte. Das Gedicht basiert auf dem Buch At-Taysir von Abu Amr Ad-Dani. Und so gab jeder das weiter, was ihn an Lesarten erreichte. Bis zum Ende des 4. Jahrhunderts islamischer Zeitrechnung war nichts von den Qiraat nach Andalusien oder in das Gebiet des heutigen Marokko eingedrungen. Abu Umar Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah, der Autor des Buches Ar-Rawda, war der Erste, der die Qiraat nach Andalusien brachte. Er starb 429 nach Hijra. Ihm folgten Makki ibn Abi Talib, rahimahullah, der Autor von At-Tabsir al-Kashf al-Iban und anderen Büchern. Hiernach kam Abu Amr ad-Dani, Autor von At-Taysir und Jami' al-Bayan. Dies gab einen guten Einblick, wie wichtig die Namen und Daten der Überlieferer für die Beurteilung der Authentizität der weitergegebenen Informationen sind. Der Islam ist die einzige Religion, die über ununterbrochene Überlieferungsketten zwischen ihrem Propheten bis zu seinen heutigen Nachfolgern verfügt. Was meint ihr, wie die anderen Religionsgemeinschaften unter dem Volk der Schrift sich wünschen würden, wenn sie nur einen Sanad hätten, der bis zu ihrem Propheten geht? Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, sagte: Al-Isnadu min ad-Din, walawla al-Isnad laqala man sha'a ma sha'a. Der Isnad, das heißt die Überlieferungskette, ist Teil der Religion. Gäbe es keinen Isnad, würde jeder sagen, was er will. Deswegen, wenn jemand was erzählt, sagst du immer: Wo hast du das? Religion ist immer überliefert, es gibt nichts, was aus dem Ärmel schüttelt. Sagst du deine Meinung? Sag, ich habe meine Meinung gesagt. Hast du es überliefert? Dann sag, von wem? Tayyib. Den Rest haben wir schon gesagt. Die Qiraat kann man jetzt einteilen, alles, was uns überliefert worden ist, kann man einteilen in verschiedenen Kategorien, entsprechend der Authentizität. Weil die werden überliefert, wie Hadithe überliefert werden. Manches davon ist authentisch, manches davon ist weniger authentisch, manches davon ist sehr authentisch, manches davon ist gar nicht authentisch. Das ist wie jede andere Geschichte auch. Die erste Kategorie sind die Mutawatir Qiraat. Das bedeutet, dass eine Information über eine vom anderen geliefert wird, wobei auf jeder Stufe bzw. in jeder einzelnen Generation so viele Menschen sind, die diese Information weitergeben, dass es schlicht unmöglich ist, dass sich all diese auf eine Lüge hätten einigen können oder denselben Fehler hätten begehen können. Diesen Status haben wir bei den 10 Qiraat, wie wir erwähnt haben. طيب. Zweitens, Mashhur. Mashhur ist im Arabischen, heißt bekannt, sprachlich heißt bekannt. Mutawatir heißt aufeinander folgend, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Also nicht nur einer, sondern viele hintereinander. Wer heißt es? Mashhur bedeutet bekannt, ist eine Stufe über Sahih und unter Mutawatir. Also wenn einer sagt, das Hadith ist Mashhur, dann per Definition ist es nochmal eine Stufe über dem Sahih. Weil Sahih, was sind die Voraussetzungen für ein Sahih-Hadith? Wer kennt die 5 Voraussetzungen? Ha? Damit sich eine Information authentisch erreicht, was muss gegeben sein? Jemand erzählt dir etwas über eine zweite oder dritte Person, dass eine Person was gesagt hat. Wie weißt du, dass diese Information richtig weitergegeben wurde? Nicht, ob die Information richtig oder falsch ist, ist was anderes. Vielleicht hat der Erste gelogen. Aber es geht darum, wie hat sich diese Information richtig auf jeden Fall verloren. Das bestätigt wird von verschiedenen, von mehreren Personen. Die Person muss wahrhaftig sein. Wer? Die wurde es überliefert. Okay, sagen wir, jeder Einzelne muss wahrhaftig gewesen sein oder ehrlich gewesen sein oder Saduq gewesen sein. Okay, das ist Nummer eins, erste Voraussetzung. Genau, die Überlieferungskette muss ununterbrochen sein, muss geschlossen sein. Ittisal nennt man das. Okay? Wenn da eine Person dazwischen unbekannt ist oder einer überliefert, du überlieferst zum Beispiel über deinen Urgroßvater, den hast du nie getroffen. Und du sagst uns nicht, über wen du das gehört hast, dann ist hier für uns eine Unterbrechung
Tamam. Und wir wissen nicht von wem. Kann sein, du hast von deinem Vater, muss aber nicht sein. Wissen wir nicht. Deswegen, jetzt haben wir zwei Voraussetzungen. Also die Ehrlichkeit, sage ich mal, und die Ununterbrochenheit. Drittens. Das darf Koran und Sunna nicht widersprechen. Das darf kein Widerspruch sein. Okay, ich formuliere es mal anders. Das, was uns da überliefert wird, darf nicht dem widersprechen, der sich bei uns schon, eine Information widersprechen, die sich bei uns schon bewahrheitet hat. Also was schon gesichert ist. Und das kann ein Koran sein, kann ein anderer, kann ein Hadith sein, der auf jeden Fall schon sahih ist. Okay? Das nennt man dann, das heißt, der Hadith darf nicht schadh sein. Das heißt, Schad bedeutet, er wäre eigentlich an sich vollkommen in Ordnung, diese Überlieferung. Aber sie widerspricht etwas, was viel authentischer ist. Und das könnte der Koran sein, könnten andere Hadithe des Propheten sein, sallallahu alaihi wasallam. Für die Muslime sind die Hadithe bei Bukhari und bei Muslim die wertvollsten Hadithe, weil sie die authentischsten sind, ja, und die strengsten Voraussetzungen erfüllt haben. Und deswegen, wenn einer in einem Hadith aus einem Buch, was ist zum Beispiel Tariq Baghdad, gibt es auch Hadith überliefert sind, aber diese im Vergleich zu dem Sahih Bukhari können nicht standhalten. Tayyib, das wären jetzt drei Voraussetzungen, richtig? Fehlt noch zwei, oder? Dass mehrere Leute das Gleiche sagen. Dann würdest du sagen, wenn nur eine Kette gibt, schmeißt du es weg. Nein. Ah, dann nicht. Dann ist keine Voraussetzung für Sahih. Haben wir die Ehrlichkeit? Die sind ehrlich. Da darf nicht vergesslich sein. Okay, der Bruder sagt nicht vergesslich sein. Wir drücken es ein bisschen anders aus. Er muss genau gewesen sein. Dabt. Okay, ist praktisch, Vergesslichkeit ist eine Sache, die die Genauigkeit in Frage stellen würde. Deswegen lachen wir über die Genauigkeit, Dabt. Das heißt, der Überlieferer reicht nicht, wenn er ein ehrlicher Mensch ist. Inshallah seid ihr alle ehrliche Menschen. Okay? Aber wenn wir aus der Sitzung rausgehen, erzählt dann jeder von euch über mich das, was ich wirklich gesagt habe? Manche verstehen falsch. Die sind ungenau. Die haben nicht genau zugehört. Versteht ihr? Hat einen halben Satz. Erzählt weiter, was er verstanden hat. Weil deswegen die Genauigkeit ist eine zweite Voraussetzung bei den Überlieferern an sich. Und dann gibt es eine fünfte Voraussetzung, die ist nicht so einfach, ja. Rechtschaffende Menschen? Das haben wir schon, Ehrlichkeit. Das ist Ehrlichkeit, ja. Das bedeutet Rechtschaffen und diese Sachen. Das ist ein Thema für sich, aber ich will es nur zusammen. Und die letzte ist, es darf keinen versteckten Fehler geben. Versteckte Fehler, sagen wir, das ist, darum dreht es sich eigentlich hauptsächlich bei den Hadith-Gelehrten. Weil diese offensichtlichen Sachen sind kein Thema. Ja? Aber es gibt versteckte Fehler, wie zum Beispiel, verstehe, also da gibt es jetzt grenzenlose Beispiele dafür, ja? Aber angenommen, du hast eine Überlieferungskette und die sieht alles wunderbar aus. A überliefert über B, B über C, D über alles wunderbar, ja. Nur man findet heraus durch andere Überlieferungen, dass genau diese Überlieferung B nicht von C gehört hat. Normalerweise B hört von C. Und sind beide ehrlich und vertrauenswürdig, nicht das Thema. Aber genau diese Überlieferung hat er nicht gehört. Das ist eine unterbrochene Kette. Du denkst, sie ist geschlossen, sie ist aber gar nicht geschlossen. Augenscheinlich, scheinbar. Oder Namen werden verwechselt. Da steht zum Beispiel Ibn Abbas, gemeint ist aber Ibn Ayyash. Okay. Da steht, mein Lehrer Muhammad hat mir erzählt, du denkst an Muhammad so und so, gemeint aber in diesem Fall Muhammad anders. Diese Sachen sind grenzenlos, die gibt es. Dadurch unterscheiden sich die Stufen der Hadith-Gelehrten. Das ist das Thema, wodurch man ein großartiger Hadith-Gelehrter werden kann oder eben nicht, indem man sich die sogenannten Illa auskennt. Tamam? Tayyib. Jetzt haben wir, manche Brüder haben gesagt, Moment, ich will das von mehreren Leuten gehört haben. Genau, das ist jetzt der Punkt. Wenn ich jetzt einen Sahih-Sanad habe in einer Angelegenheit, dann ist das für mich schon Hujja. Das heißt, ich kann damit argumentieren. Das ist ein Beweis in der Religion. Hat Beweiskraft, sagt man. Ich kann sagen,
ich bete so und so aufgrund des Hadithes, der so und so sahih ist. Fertig. Und du darfst das nicht verwerfen, es sei denn, du hast einen anderen Beweis, einen Gegenbeweis oder so. So, jetzt aber, was ist, wenn die gleiche Information mich erreicht hat, nicht nur über einen Sahih Sanad, sondern über zwei? Ist ja mehr als nur Sahih, richtig? Es ist mehr als nur Sahih. Und deswegen gibt es Stufen zwischen Sahih und Mutawatir. Zwei ist noch lange nicht Mutawatir, aber es ist auch nicht nur Sahih, richtig? Deswegen die Stufen, die kannst du unendlich aufsplitten. Aber grob gesehen sagen wir, Mashhur ist eine Stufe zwischen Mutawatir und Sahih. Die Hadith-Gelehrten machen noch mehr Unterteilung, aber es ist für die Qiraat irrelevant. Also, beim Mashhur, der Sanad ist authentischer als Sahih, er erreicht jedoch nicht den Tawatur. Diese Qiraat ist sprachlich gesehen einwandfrei und stimmt mit dem uthmanischen Mushaf überein. Mashhur bedeutet sprachlich bekannt. Damit ist hier bekannt, dass sie unter den Qari bekannt ist. Sie halten sie weder für falsch noch für seltsam. Sie dürfen ebenso wie die Mutawatir Qiraat im Gebet rezitiert werden. Zu dieser Kategorie gehören zum Beispiel die in den anerkannten Büchern erwähnten Längen der Mudud, dass Überlieferungen, die über Sahih-Überlieferungsketten überliefert wurden, als Beleg dienen, ist die richtige Ansicht, sowohl auf dem Gebiet der Aqida als auch auf dem Gebiet des Fiqh. Das heißt, wenn wir diese 10 Qiraat lesen, die sind grundsätzlich Mutawatir, aber es gibt Dinge davon, die sind nicht Mutawatir, sind Mashhur. Die dürfen genauso als Koran gelesen werden und und das ist auch die Realität. Drittens, Ahad. Der Sanad ist sahih, die Qira'a stimmt aber nicht mit einem der uthmanischen Mushaf überein. Das ist die dritte Kategorie von, und das haben wir viel in Hadithen. Ja? Das heißt, wir haben eine Überlieferung, wir haben das manchmal in Hadithen, eine Überlieferung, in der eine Qira'a überliefert wird über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über einen Sahabi. Ja? Die ist sahih, aber sie stimmt nicht überein mit einem der uthmanischen Masahif. Deswegen nennt man sie Ahad. Ja. Diese Form der Qira'a darf nach der Mehrheit der Gelehrten im Gebet nicht rezitiert werden. Die bereits erwähnte Qira'a von Ibn Umar al-Khattab, das haben wir schon erwähnt, statt Fas'au ila dhikrillah, sagt er Famdu ila dhikrillah. Oder Abu Hurairah radiallahu anhu las die Ayah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْمٍ جَزَاءً las er, das können wir, das Wort Jaza'an können wir eigentlich hier weglassen. Auf jeden Fall, er las, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ يعني im Plural. قُرَّة und قُرَّات. Okay. Und dazu gehören größtenteils die bekannten vier Qiraat eben von Ibn Muhaisin, Al-Yazidi, Al-Hasan, Al-Basri und Al-Ahmash. Also wir werden sehen, wir haben die berühmten sieben, dann haben wir die drei ergänzenden zu den zehn, das sind die Mutawat. Und dann haben wir die vier über den zehn. Das sind diese vier, die ich gerade eben hier erwähnt habe, nennt man Shadh Qiraat. Die werden auch überliefert und in Sitzungen gelehrt, wie sie gelesen werden. Allerdings widersprechen sie manchmal den Masahif, deswegen werden sie nicht im Koran als Koran gelesen und auch nicht im Salah rezitiert. Aber sie werden überliefert. Viertens, Shadh, der Sanad erfüllt eine der drei Bedingungen nicht. Wir haben drei Bedingungen aufgestellt. Muss sahih sein, den uthmanischen Mushaf übereinstimmen und der arabischen Sprache in irgendeiner Weise übereinstimmen. Also egal, ob es jetzt in allen arabischen Dialekten oder in Teil der arabischen Dialekten. Und wenn eine davon nicht erfüllt wird, nennt man diese Qira'a Shadh. Tayyib. Beispiel dafür haben wir auch Beispiele. Und zwar nehmen wir diese hier. Von Imam al-Hasan al-Basri. Imam al-Hasan al-Basri war einer der Imam der Tabi'in. Tamam? Sagt mir nicht, er wusste nicht über die Fatiha liest. Okay? Er las, ihdina siratan mustaqima, statt ihdina siratan mustaqim. Ihr müsst verstehen, als die Sahaba radiallahu anhum
sich verbreitet haben in den Ländereien und den Koran gelehrt haben, da kriegt nicht jeder immer alles mit. Ja, und deswegen sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, ich weiß nicht, ob die Briefe noch kommt oder nicht kommt. Nee, kommt nicht anscheinend. Aber Aisha radiallahu anha sagte, zu dem, was vom Koran herabgesandt wurde, gehörte das zehnfaches Stillen zur Milchgeschwisterschaft führt. Dann wurden diese zehn aufgehoben durch fünf. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, es gibt es nicht im Koran, diesen Vers. Dann sagt sie, aber als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verstarb, gehörte dieser Vers immer noch zu dem, was manche Leute als Koran gelesen haben. Ja. Deswegen, die hatten damals nicht so wie wir eine WhatsApp-Gruppe oder Telegram, tack, und dann haben es alle Informationen bekommen. Deswegen, diese Sachen brauchen Zeit. Wie zum Beispiel, als die Qibla geändert worden ist da haben manche immer noch in die andere Richtung gebetet. Bis man sie in Medina, diese berühmte, die heißt jetzt Masjid al-Qiblatain, das heißt die Maschine mit den beiden Qiblas, ne? Bis man die Leute auch aufmerksam gemacht hat, im Gebete, ihr betet in die falsche Richtung, dreht euch um. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat eine Offenbarung bekommen, dann haben sie sich im Gebet umgedreht und ihr Gebet zu Ende verrichtet. Deswegen solche Sachen brauchen Zeit. Ja? Und wenn Imam al-Hassan, rahimahullah ta'ala, eine Lesart mitbekommen hat, aber nicht mitbekommen hat, dass sie aufgehoben worden ist oder ähnliches, dann ist es normal, dass er sie liest. طيب. Dann gibt es fünftens die Maudu'a-Lesarten. Maudu'a sind die erlogenen Lesarten. Und dann gibt es sehr wichtig die Mudraj-Lesarten. Mudraj-Lesarten, liebe Geschwister, darunter verstehen wir, dass sie mit Erläuterungen vermengt werden. Das heißt also, jemand sagt nicht, zum Beispiel hier in diesem Vers, den haben wir uns auch schon angeschaut, da ging es um die Erbgesetze, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wo es heißt, dass wenn jemand gestorben ist, keinen Vater und kein Kind hinterlässt, die Situation nennt man Kalala, und gleichzeitig hat man aber seitliche Verwandtschaft. Und zwar einen Bruder oder eine Schwester, beides. Und hier geht es aber in dem Vers um die Geschwister mütterlicherseits. Das heißt, die Mutter gemeinsam haben, nur, nicht den Vater. Und deswegen im Koran heißt es, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْت فَلِكُلِّ und so weiter. Aber Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, über ihn wird überliefert, dass er gelesen hat, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ فَلِكُلِّ und so weiter. Das bedeutet, diese zwei Wörter hat er hinzugefügt als was? Als Erklärung. Als Tafsir, was meint es. Tamam? Das nennt man Mudraj. Und das findet man viel. Und deswegen viele Sachen, die man bei den Überlieferungen findet, haben etwas damit zu tun. Zum Beispiel Aisha radiallahu anha hat einen Schreiber beauftragt, für sich einen Mushaf zu schreiben. Und sie hat ihm gesagt, wenn du zu der Aya kommst, hafidhu ala salawati wa salati al-wusta, sag mir bitte Bescheid. Mach Stopp und sag mir bitte Bescheid. Und als es dann soweit war, hat sie ihm diktiert, dass er zwei Wörter hinzufügen soll. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa salat al-asr. Salat al-asr. Warum? Weil der Vers bedeutet, achtet auf die Gebete und auch auf das mittlere Gebet. Und was ist das mittlere Gebet? Das mittlere Gebet ist,
nach einer der stärksten Ansichten ist das Asr-Gebet. Tamam? Das dazu schreiben lassen. Warum? Weil es ist wie wenn du zu Hause dir etwas aufschreibst. Du schreibst auf, wie du willst. Du weißt ja, wie der Vers eigentlich geht, aber du schreibst dazu als Erklärung. Noch heutzutage gibt es Tafsir-Bücher, die gehen genauso. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta salatil asr wa qumu lillahi qanitin. Nee, ich schreibe wa qumu lillahi wahdahu la sharika lahu qanitin. Das heißt, er schreibt dazu das, was ihm da fehlt, damit er es besser versteht. Und diese Einfügungen helfen sehr gut beim Verständnis, richtigen Verständnis. Ja. Und genauso soll ein Übersetzer des Koran al-Karim auch arbeiten. Und genauso machen wir das auch bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala bei der Güteübersetzung vom Koran al-Karim. Warum? Weil der Übersetzer soll ja die Bedeutungen der Worte Allahs azza wa jal, er soll nicht wortwörtlich sagen, was da steht, sondern er soll, wie heißt es, beim Übersetzen, übersetzt man die Bedeutungen der Worte Allahs. Und wenn Salat al-Wusta, das mittlere Gebet, das Asr-Gebet ist, okay, dann soll man das auch beim Übersetzen mit übersetzen. Weil das steht nicht wortwörtlich da im arabischen originalen heiligen Text, aber das ist die Bedeutung davon. Und die Bedeutung davon ist genauso herabgesandt worden wie die Buchstaben an sich. Tayyib, das nennt man Mudraj Qira'a. Und da gibt es noch viele andere Beispiele dazu. Ist natürlich, wie wir sehen werden im siebten Seminar, ein gefundenes Fressen für die Orientalisten, die Authentizität des edlen Koran in Frage stellen wollen. Ja. Aber natürlich, jetzt ohne sie zu entschuldigen, wenn man nicht weiß, dass es Mudraj Qiraat gibt, wenn man nicht weiß, dass es Qiraat gibt, Lesarten gibt, die eigentlich auslegende Lesarten sind, das heißt Tafsir-Lesarten sind, ja, dann natürlich, wie soll man das sonst erklären, außer sagen, hier hat jemand was Falsches überliefert oder ich habe hier zwei Arten zu lesen, ich weiß nicht, was richtig ist. Okay? Das ist, wenn einem diese Information fehlt, ist das natürlich eine keine weit hergeholte Sache. Sind die 10 Qira'at mutawatir bis zu den 10 Koranlesern oder bis zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam? Und die Mehrheit der Gelehrten ist Ansicht, dass sie bis zum Gesandten sallallahu alaihi wa sallam mutawatir sind. Abu Shama war Anhänger der anderen Ansicht. Was das bedeutet, werden wir gleich nochmal uns genau anschauen, weil diese Geschichte, man muss eigentlich ein bisschen detaillierter reingehen, um zu verstehen, was eigentlich genau Mutawatir ist und was nicht. Abu Shama ließ sich durch die eingeführten Bezeichnungen in die Irre führen. Jede dieser 10 Qira'at wurde nach demjenigen Imam benannt, durch den sie am meisten bekannt wurde. Also das ist der Punkt. Wenn Imam Abu Amr al-Basri, rahimahullah, einer der 10, bekannt wird für seine Art zu lesen, die er ja über seinen Lehrer überliefert oder über seine Lehrer überliefert, dann ist es ein Denkfehler zu denken, dass er der Einzige ist, der sie überliefert. Nur weil sie nach ihm genannt wird. Versteht ihr? Sondern, wie wenn jemand unter uns jetzt, als Muslim bekannt wird und man sagt jetzt, das ist der Islam vom Bruder so und so. Das heißt doch nicht, dass die anderen nicht nach dem Islam auch leben. Genau. Aber er ist halt, mashallah, berühmter geworden, bekannter geworden als andere. Ja? Und das war damals ebenfalls der Fall. Und deswegen können sich Gelehrte irren. Natürlich können sich Gelehrte irren. Aber woher kriegt man das? Wie kriegt man das heraus? Wie stellt man das fest? Ja, guck doch mal auf die große, breite Masse. Ja. Die große, breite Masse ist nämlich meistens unter den Gelehrten im Recht. Wallahu a'lam.
Den Qira'at Namen zu geben war dringend notwendig, kann man doch auf die Frage, in welcher Qira'at liest du, nicht jedes Mal den gesamten Koran vortragen. Die Tatsache, dass die Qira'at nach bestimmten Persönlichkeiten benannt wurden, schließt nicht aus, dass auch andere eine dieser Qira'at weitergaben. Und das haben wir auch gesagt, ja, die Qira'at von Imam Hamza. Er ist dafür bekannt geworden, ja. Aber Imam Kisa'i hat sie auch weitergegeben. Tamam? Imam Kisa'i hat sie auch weitergegeben. Imam Nafi' rahimahullah ta'ala war der Imam der Moschee von Medina. Es wäre äußerst unglaubwürdig zu behaupten, Nafi' sei der einzige gewesen, der seine Lesart lehrte und lehren konnte. Doch was meinen wir, wenn wir sagen, die 10 Qira'at sind Mutawatir? Das ist die entscheidende Frage. Und manche Leute denken, dass jede einzelne über sie überlieferte Version Mutawatir ist. Das heißt, jede einzelne überlieferte Tariq, um das jetzt als Fachwort zu sagen, sei Mutawatir. Weil das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Die sind alles sahih und mashur und maqbul, also akzeptiert, und Teil des Qur'an, zweifellos. Aber wenn man sagt, dass etwas Mutawatir ist unter den 10 Qira'at, dann meint man damit die Farsch und die Usul. Farsch und Usul heißt was? Farsch sind die einzelnen überlieferten Worte. Zum Beispiel, dass man Malik Yawmiddin liest. Malik Yawmiddin. Diese Qira ist Mutawatir. Ja. Dass man zum Beispiel Alayhim sagt. Das ist Mutawatir. Das hat nicht nur Hafs und sein Lehrer Asim überliefert. Noch ein paar andere Menschen auf der Welt. Ja. Und dass man den Mad Munfasl, ja, das sind die Farsch, das sind die einzelnen Worte. Jetzt kommen wir zu den Regeln, die sogenannten Usul nennt man das in der Wissenschaft der Qira'at. Zum Beispiel, wenn ich dir sage, lieber Bruder wenn, oder liebe Schwester, wenn du einen Mad hast, was ein Mad? Alif, Waw oder Ja, richtig? Die sind immer sukuniert und vorher hat es entsprechende Zeichen, wie zum Beispiel Ja'a. Wenn du ein Mad hast, wie ein Alif, und danach eine Hamza kommt, was machen wir dann? Was machen wir dann? Zieh mal in die Länge. Man lenkt den, richtig, ja? Natürlich, korrekterweise, müsste man jetzt nochmal nachfragen, Moment, sag mir die Situation. Ist es zwischen zwei Worten? Oder innerhalb eines Wortes, oder nicht? Wenn es in einem Wort ist, إِذَا جَاءَ, alle machen das. Richtig? Alle machen diese Längung. Und diese Längung ist Mutawatir. Oder nicht? Ja, Wort. Surat al-Nas ist Mutawatir. Surat al-Falaq ist Mutawatir. Die einzelnen Worte sind Mutawatir und auch die Usul sind Mutawatir. Ja, das heißt, darüber besteht keine Diskussion. Aber wenn du jetzt sagst, ich wähle jetzt aus, ich lese jetzt, wenn ich den Koran lese, den Mad immer 4 Harakat. Tamam? Und das Wort Malik und Malik kann man so lesen, ich wähle die Version Malik. Und bei, weil ich mache jetzt einfach extra Beispiele, die wir schon gehört haben, Am humul musaytirun lese ich mit Sad. Am humul musaytirun mit Sad. Und bei Lesta alayhim bi musaytir nehme ich auch Sad. Tamam? Und wenn ich lese, jetzt was Neues, wie heißt es, an einem Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, al-an wa qad asayt, tamam? Dieses al-an kann man bei allen Lesarten auch mit, wie heißt es, statt dieser Verlängerung, weil sie so lang ist, kann man auch die zweite Hamza vereinfachen und sagen, al-an wa qad asayt. Das haben wir übrigens alle durchgenommen, als wir im 4. Seminar waren. Ja? Oder im 3. Entschuldigung. Auf jeden Fall, ich wähle hier dies und will das. Diese Kombination, ist die immer noch Mutawatir? Nein, muss nicht Mutawatir sein. Also wer das behauptet, muss beweisen. Weil wir sind eine Religion, wo es um Beweise geht und Argumente geht. Ja? Aber entscheidend ist, dass die einzelnen Sachen davon Mutawatir sind. Ja? Das ist, also ich hoffe, diese
Thematik ist klar, weil die Leute fragen, die sagen, die Qiraat, die 10 sind Mutawatir. Das heißt also, Hafs an Asim von der Shatibiyya Weg, diese einzelne Kette, wie kann sie Mutawatir sein? Geht nicht, du hast ja schon nur eine Kette ausgewählt, wie will sie Mutawatir sein? Wie soll eine Kette Mutawatir sein? Du hast schon eine genug gewählt. Also wenn ich 1000 habe und du nimmst eine davon raus, dann geht nicht mehr Mutawatir, das ist logisch, ja? Du musst die 1000 gucken, sind sie Mutawatir? Tamam? Weil deswegen bei den Kombinationen oder bei einer Auswahl, jemand, der nur diesen Weg ausfüllt, von Imam al-Shatibi, vielleicht nach al-Shatibi bis heute ist Mutawatir. Das kann sehr wahrscheinlich sein, weil es wirklich sehr berühmt und sehr bekannt ist. Aber es muss ja in allen Generationen der Fall sein. Das heißt, wir können 100.000, also übertreiben, wir können zu 100% sagen, dass sie bis Imam al-Shatibi Mutawatir ist, weil es bei ihm so will. Aber wenn er eine Auswahl getroffen hat, ist es ja seine Auswahl. Ja, er ist ja ein Mensch. Aber wovon wählt er aus? Er wählt von Mutawatir Qiraat aus. Ja. Wer das nicht verstanden hat, einfach vergessen, merkt er einfach, die 10 Qiraat sind Mutawatir. Beispiel für, ja, das haben wir schon gemacht jetzt hier. Ja. Oder zum Beispiel, wenn du liest, machen wir mal ein Beispiel aus Surat al-Masad. Du liest Tabbat yada abi lahabin wa tab. Richtig? Lahabin wa tab. Was ist das? Diese Runde, was ist das für ein Hukum? Wie heißt das Ding? Idram. Ja. Mit Runde. Idram mit Runde. Also Verschmelzung mit einer Runde. Also ist nicht so. Lahabin ist ein Nun eigentlich. Lahabin. Ich schreibe es euch mal auf, ja? Damit wir hier nicht aneinander vorbeireden. Bismillah. Ich habe ja das Ding nicht umsonst hier gekauft. So. So, jetzt haben wir Lahab. Also Lahabin wa Hakallah. Okay, so steht es im Koran. Lahabin wa. Naja, aber wir haben ja jetzt hier ein Idram, richtig? Jetzt machen wir hier ein Idram. Das heißt, es muss verschmolzen werden. Lahabin wird zu Lahabin. Praktisch ein verlängertes Wow, aber mit einem Nasallaut. Statt Lahabin mache ich Lahabin. Okay, das nennt man Idram mit Runna. Okay, diese Sache ist Mutawatir. Jeder überliefert das. Ja. Was ich vorhin meinte. Weiter. Jetzt lesen wir mal etwas über diese 10 Menschen. Ein bisschen was über sie zu erfahren. Ihr müsst vorstellen, in unserer Religion gibt es also bändeweise, es gibt keine anderen Religion, bändeweise Bücher, die nur berichten über die Biografien der einzelnen Menschen, die Überlieferer. Ja? Damit ich weiß, wer war das, wo hat er gelebt, wer waren seine Lehrer, wer waren seine Schüler, was haben die Gelehrten seiner Zeit über diesen Menschen gesagt, welche Hadithe kannte er, welche Hadithe kannte er nicht, ja, und so weiter und so fort. Weil diese Sachen sind Wahnsinn, ja, es gibt gleichermaßen nicht auf der ganzen Welt, was die Muslime gemacht haben. Es gibt manche Menschen, die haben Zeit ihres Lebens, die Zeit nur verbracht, damit zu schauen, welche Menschen betreten ihre Stadt und verlassen ihre Stadt wieder, damit wir wissen später, ihn überliefert haben. Ja. Imam Nafi' rahimahullah ta'ala war Medinenser und las unter anderem Abu Ja'far ibn Yazid al-Qaqa', dem 8. Koranleser und weiteren 70 Tabi'un vor. Er war 60 Jahre lang Imam der prophetischen Moschee in Medina. Imam Malik rahimahullah ta'ala ibn Anas, der Imam des Madhab, sagte über ihn, Nafi'es Lesart ist Sunnah. Nafi' rahimahullah ta'ala starb im Jahr 169.
Also jetzt mal, damit auch so ein bisschen so ein Gefühl für die Sache bekommen. Wir reden hier über Leute in einer Zeit der Blüte. Also in Zeit, von Imam Malik in Medina. Ja? Und da ist er 60 Jahre lang Imam der Moschee. Ja? Das heißt, wie soll ich sagen, also das ist schon so gut wie zur Zeit des Propheten, was wir hier sagen. Ja? Imam Nafi' rahimahullah ta'ala liest über Abu Ja'far. Abu Ja'far ist ein Tabi'i. Du bist schon da. Tabi'i, da kommt nur noch der Sahabi. Das ist schon die Generation des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, selbst wenn wir sagen würden, Nafi' ist der Einzige, der seine Lesart so überliefert, wie er sie überliefert. Aber wo und wie und was ist zwischen ihm und dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Also wie wenn Ibn Abbas dir sagen würde, ich habe den Propheten gehört, zu sagen, sallallahu alaihi wasallam, das und das. Wie viel brauchst du denn? Das reicht ein Sahabi, der dir mitteilt, damit du als Muslim Ruhe findest und weißt, das ist vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist ja der entscheidende Punkt, in dem die Ahlul Bid'ah anknüpfen und versuchen, das Vertrauen der Muslime zu zerstören. Das Vertrauen der Muslime in die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also sie haben bei uns den höchsten Stellenwert nach den Propheten, wenn sie was sagen, wir glauben ihnen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat über sie Dinge gesagt, da kann unser einer, er träumt nicht mal davon. Und deswegen diese Menschen anzugreifen oder ihre Stellung in Frage zu stellen oder ihre Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit in Frage zu stellen, wer das macht, ist ein Heuchler. Wer das macht, will die Religion zerstören. Er kann natürlich nicht mehr, aber er will die Religion zerstören, weil die Religion wird nur einmal überliefert und du kannst nicht die Sahaba übergehen, wenn du zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gelangen möchtest durch irgendeine Information. Geht nicht. Seine bekanntesten Schüler waren Qalun und Warsh. Qalun, man sagt, er sei der Sohn der Ehefrau Nafi'ahs gewesen, begleitete seinen Lehrer 20 Jahre lang und las ihm den Koran unzählige Male vor, bis Nafi' zu seinem Schüler Qalun sagte, wie lange wirst du mir noch vorlesen? Setz dich doch an einen Pfosten und ich werde dir jemanden schicken, der bei dir lernen soll. Da sagt der Lehrer natürlich, wenn er richtig überzeugt ist, ist er schon eine Kopie von einem. Qalun starb im Jahr 220 im Alter von über 80 Jahren. Warsh war blond und blauäugig und gut gebräunt. Sein Lehrer nannte ihn Warsh, weil er sich wenig bewegte. Warshan ist ein Vogel, der der Taube ähnelt. Er starb im Jahr 97 nach Hijra mit 87 Jahren. Also, Allah irhamhum, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm auch ein langes Leben gegeben, deswegen sind die Überlieferungsketten auch nicht so lang. Ibn Kathir, rahimahullah. Ibn Kathir wurde im Jahr 45 nach Hijra geboren, zur Zeit von Muawiyah, radiallahu anhu. Er war Tabi'i, also wie Abu Ja'far, Tabi'i und Koranlehrer von Mekka. Von den Sahaba traf er Abdullah ibn Zubair, Abu Ayyub al-Ansari, Anas ibn Malik und andere. Er starb im Jahr 120 in Mekka. Ibn Ma'in sagte über ihn, er ist vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig als Hadith-Überlieferer, aber ansonsten Koranlehrer ist ein Imam. Es ist mehr als, wenn du sagst, er ist vertrauenswürdig als Koranlehrer, das ist zu wenig. Das würde ihn degradieren. Seine bekanntesten Überlieferer waren Al-Bazzi und Qunbul. Al-Bazzi war der Koranlehrer von Mekka, ebenso war er 40 Jahre lang Imam und Gebetsrufer der dortigen heiligen Moschee. Qunbul starb in Mekka im Jahr 291 im Alter von 96 Jahren. Bei diesem Ibn Kathir handelt es sich übrigens nicht um den berühmten Tafsir-Gelehrten, welcher erst im Jahr 774 nach Hijra verstarb. Also 500 Jahre, ein ganz anderer Mensch. Ja? Deswegen sagen wir Ibn Kathir al-Makki, der aus Mekka, das ist unserer. Was heißt unserer, den wir meinen? Ne? Und Ibn Kathir al-Dimashqi aus Damaskus, das ist der Tafsir-Gelehrte, der berühmte Tafsir, der unter den Muslimen heutzutage viel bekannter ist natürlich. Abu Amr. Er wurde in Mekka im Jahr 68 oder 70 nach Hijra geboren. Er hatte von allen sieben Koranlehrern die meisten Lehrer. Er traf Anas ibn Malik und andere Prophetengefährten, auch also Tabi'i. Er las den Koran Abu Ja'far ibn Yazid al-Qa'qa' und al-Hasan al-Basri vor und starb 154 nach Hijra.
Ad-Duri war der erste der beiden bekanntesten Koranlehrer, die seine Lesart verbreiteten. Allerdings lasen sie ihm nicht direkt vor. Ad-Duri wurde im Jahr, also gibt es eine Zwischenperson. Ad-Duri wurde im Jahr 150 geboren und starb 246. Na, wie alt auch? Auch 90, 96, mashallah. Barhamah. As-Susi war der zweite. Wie auch er, las er den Koran Yahya al-Yazidi vor. Und dieser wiederum las ihn al-Hasan, Abu Amr al-Basri vor. As-Susi starb im Jahr 271 mit fast 70 Jahren. Nummer 4, Ibn Amr al-Dimashqi. Er war ein edler Tabi'i, der den Koran mehreren Sahaben vorlas. Zu ihm gehörten Muawiyah, Fadala ibn Ubaid, Wathila ibn al-Asqa', An-Nu'man ibn Bashir, Abu Darda. Nachdem Abu Darda starb, nahm Ibn Amr seinen Platz als Koranlehrer ein und wurde somit zum Imam von Damaskus. Dort starb er im Jahr 118 nach Hijra. Er las den Koran al-Mughira al-Makhzumi vor und dieser wiederum Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala. Man sagte auch, er habe Uthman direkt vorgelesen. Hisham und Ibn Dhakwan sind die beiden bekanntesten Überlieferer. Sie lasen ihm allerdings nicht direkt vor. Hisham wurde 153 geboren. Ibn Ma'in stuft ihn als vertrauenswürdig ein. Ibn Dhakwan wurde 173 nach Hijra geboren und war Koranlehrer seiner Zeit. Asim. Asim ist der Koranlehrer, über den wir die Lesart von die Riwaya von Hafs lesen. Das heißt, die bekannteste Qira'a überhaupt in der heutigen islamischen Welt. Er war auch Tabi'i, rahimahullah. Weil er mindestens zwei der Gefährten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam traf. Imam Ahmad, rahimahullah, sagte über ihn, er sei ein guter, rechtschaffener und vertrauenswürdiger Mensch. Er las Zir ibn Hubaysh vor und dieser wiederum Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Ebenso las Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Habib al-Sulami, vor. Letzterer las Ali ibn Abi Talib vor. Er starb im Jahr 127 nach Kufa, nach Hijr in Kufa. Seine bekanntesten Schüler waren Shu'ba und Hafs, unser Hafs. Shu'ba war ein Gelehrter der Ahl Sunnah. Er pflegte zu sagen, derjenige, der behauptet, der Koran sei erschaffen, ist nach unserer Überzeugung ungläubig und ein Heuchler. Er ist auch ein Feind Allahs. Weder werden wir mit ihm zusammensetzen, noch mit ihm sprechen. Der Glaube der Ahl Sunnah ist, dass der Koran die Worte Allahs sind, die unerschaffenen, ewigen Worte Allahs. Als er im Sterben lag, weinte seine Schwester. Er beruhigte sie und sagte, sie solle sich keine Sorgen machen. Sag, schau diese Ecke an. Dort habe ich den Koran 18.000 Mal gelesen. Hafs wurde 90 nach Hijra geboren. Seine Lesart ist die Riwaya, die heutzutage in den meisten islamischen Ländern gelesen wird. Einmal sagte er zu seinem Lehrer Asim, Abu Bakr, das heißt Shu'ba, sind die zwei, ja? Hafs und Shu'ba sind die zwei berühmten Lesarten über Asim. Und jetzt sagt Hafs zu seinem Lehrer Asim über seinen Kollegen Shu'ba, Shu'ba liest anders als ich. Ja? Shu'ba liest anders, du bist doch der gleiche Lehrer, Shu'ba liest anders als ich. Dann sagt Asim zu ihm, ich habe dir das beigebracht, was ich von Abu Abdurrahman al-Sulami über Ali ibn Abi Talib beigebracht bekommen habe. Und ihm habe ich beigebracht, was ich von Zir ibn Hubaysh über Abdullah ibn Mas'ud gelernt habe. Hafs starb im Jahr 118. Das heißt, das zeigt wieder was? Dass jeder Qari von sich hat mehrere Sachen gelehrt. Nummer 6. Er wurde 80 nach Hijra geboren. Möglicherweise traf er noch Propheten, Gefährten. Alhamdulillah. Zwischen ihm und Uthman und Ibn Mas'ud sind drei Überlieferer. Er gehört zu den Überlieferern in Imam Muslims Sahih-Werk. Nach Asim und Al-A'mash war er der Imam von Kufa. Sufyan al-Thawri und andere Persönlichkeiten lasen ihm den Koran vor. Er starb im Jahr 156 nach Hijra. Abu Hanifa sagte, rahimahullah ta'ala, zu ihm, zu Imam Hamza, es gibt zwei Dinge, die wir dir nicht streitig machen können. Das Koran lesen und dein Wissen über die Erbgesetze. Er pflegte keine Belohnung für das Lehren des Koran entgegenzunehmen.
Jarir ibn Abd al-Hamid sagte, Hamza, also Zayyad, das ist der gleiche, kam einmal an einem sehr heißen Tag an mir vorbei. Ich bot ihm Wasser zum Trinken an, er lehnte es ab, weil ich ihm den Koran vorzulesen pflegte. Seine bekanntesten Schüler waren Khalaf und Khallad. Khalaf wurde 150 nach Hijra geboren und lernte den Koran im Alter von 10 Jahren auswendig. Imam Muslim überliefert in seinem Sahih-Werk über ihn, ebenso Abu Dawud und Ahmed ibn Hanbal. Er starb 229 nach Hijra in Bagdad. Khallad wurde 119 oder 130 nach Hijra geboren und starb im Jahr 220 nach Hijra. Nummer 7, Imam al-Kisai, rahimahullah, al-Kisai. Er wurde etwa 120, also Imam al-Kisai ist, wie heißt es, für die Linguisten, Sprachlinguisten auch ein großer Begriff, weil er einer zu den großen Grammatikern der arabischen Sprache gehörte, dafür sehr bekannt wurde und auch sehr bekannt wurde für seine Lesart. 120 geboren nach Hijra und al-Farra, der Imam al-Farra, der auch Sprachgelehrte, lernte von ihm. Nach Hamza war er der Imam, der Koranlehrer von Kufa. Wir haben gesagt, er hat unter anderem, Imam Hamza vorgelesen. Er starb im Jahr 189. Als er begraben wurde, sagte Harun al-Rashid, rahimahullah, dass mit ihm Fiqh und Grammatik begraben wurden. Manche Gelehrten haben al-Kisai im Traum gesehen und gefragt, was hat Allah mit dir gemacht? Er antwortete, er hat mir wegen des Koran vergeben. Dann fragten sie ihn, und was hat er mit Hamza gemacht, deinem Lehrer Hamza? Er sagte, er ist am höchsten Ort, Illiyin. Wir sehen ihn so, wie wir die Sterne sehen können. Seine bekanntesten Schüler waren Abul Harith, der im Jahr 220 nach Hijra starb, und Ad-Duri, er ist derselbe, der unter dem Koranlehrer Abu Amr schon erwähnt wurde. Nummer 8, Abu Ja'far. Er war ein Tabi'i und las den Koran folgenden Sahaba vor, Ibn Abbas, Abu Huraira und Uba ibn Ka'b, radiallahu anhu. Salama, radiallahu anhu, betete für ihn und er traf auch Ibn Umar. Imam Malik bezeichnete ihn als rechtschaffenen Menschen und sagte, er sei in Medina für die Menschen ein Mufti gewesen. Er starb im Jahr 130 nach Hijra. Seine bekanntesten Schüler waren Ibn Wardan und Ibn Jammaz, auch Nafi', aber auch Nafi', der erste Koranlehrer, war einer seiner Schüler. Ibn Wardan starb 160, Ibn Jammaz etwa 170 nach Hijra. Nummer 9, Ya'qub al-Hadrami. Nach Abu Amr war er der Imam von Basra. Ursprünglich kam er aus Hadramaut im Südosten Jemens. Er starb 205 nach Hijra. Seine bekanntesten Schüler waren Ruwais und Rauh. Und Nummer 10, Khalaf. Er wurde bereits unter den Schülern von Hamza erwähnt. Nach ihm wird sowohl eine Qira'a als auch eine Riwaya benannt. Deswegen sagt man bei Khalaf, meinst du die Qira'a von Khalaf? Dann ist er einer der 10. Oder meinst du die Riwaya von Khalaf? Dann ist er einer der 20, kannst du sagen. Also die Überlieferer über die 10. Er starb im Jahr 229. Seine berühmtesten Schüler waren Ishaq und Idris. Über letzteren sagt er, Daraqutni, er ist mehr als nur vertrauenswürdig. Er starb im Jahr 293 im Alter von 93 Jahren. Das sind die berühmtesten Namen der Überlieferer der Mutawatir Qira'at. Und darüber hinaus gibt es dann die 4 Shadh Qira'at, die ebenfalls authentisch überliefert werden, allerdings, wie wir gesagt haben, in vielen Stellen den uthmanischen Mushaf widersprechen und deswegen nicht als Koran von den meisten Gelehrten gelesen werden. Das ist die Qira'a von Al-Hasan al-Basri, Yahya al-Yazidi und Ashtullahi ala al-Jamia. Imam Malik, rahimahullah, sagte, hinter demjenigen, der eine Qira'a liest, die den uthmanischen Mushaf widerspricht, wie etwa manche von Ibn Mas'ud oder anderen Gefährten, darf nicht gebetet werden. Darüber sind sich die muslimischen Gelehrten einig, bis auf einen Teil, der eine Ausnahme bildet und dem somit diesbezüglich keine Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Also nur weil es Menschen, Gelehrte gibt, die das gesagt haben, sagt er, ist irrelevant. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sagte, was die Shadh-Qira'at angeht, die den uthmanischen Mushaf widersprechen, wie manche Lesarten von Ibn Mas'ud und Abu Darda,
Darüber gibt es unter den Gelehrten zwei Ansichten, nämlich zwei Bekannte von Imam Ahmad und ebenfalls zwei von Imam Malik. Und das zeigt auch, dass die Imame der Rechtsschulen manchmal ihre Meinungen geändert haben. Dass sie manchmal ihre Meinung geändert haben, eine alte Meinung haben und eine neue Meinung haben. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Schwierig, legst ein Buch auf, liest was. Frag lieber einen Fachmann in diesem Gebiet. Weil du schlägst was auf und liest was. Woher willst du wissen, ob das die erste Meinung ist, die zweite Meinung ist, die dritte Meinung ist, ob er seine Meinung zurückgenommen hat, ob er seine Meinung irgendwo anders noch verdeutlicht hat, ob du verstanden hast, was er wirklich da sagt und so weiter und so fort. Deswegen gibt es in jedem Bereich Fachleute. Und er sagte, die zweite Meinung, nämlich dass es nicht erlaubt ist, die Shahad-Qiraat zu lesen als Koran, dieser schlossen sich die Mehrheit der Gelehrten an, denn diese wurden uns nicht in Mutawatir-Form über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Und es besteht immer die große Wahrscheinlichkeit, dass es nämlich genau deswegen nicht überliefert worden ist. Warum? Weil sie aufgehoben sind und nicht mit der letzten Lesung des Propheten sallallahu alaihi wasallam übereinstimmen. Tayyib. Warum werden die dann auch überhaupt noch überliefert? Die Shahad-Qiraat. Das hat viele Vorteile, liebe Geschwister. Wenn eine Shahad-Qiraat sahih überliefert wird, auch wenn sie den uthmanischen Mus'haf widersprechen, dann können wir trotzdem daraus Nutzen ziehen für den Fiqh und für die arabische Sprache. Weil das ist ja, wird ja überliefert hier über, bis zum Propheten in arabischer Sprache. Also das ist ein der Nutzen ist da und noch mehr. Ja, du kannst auch daraus ziehen, wer überliefert über wen, ja, wer hat wen getroffen. Also du hast viele Nutzen daraus, ist nicht nur, ja, manchmal hast du Erklärungen, haben wir gesagt, ja, Beispiel hier. Wir haben ein Beispiel, das ist für den Fiqh relevant. Die Ulama sind unterschiedlicher Meinung, wenn man einen Schwur gebrochen hat. Jemand geschworen und sagt, Wallahi, ich werde morgen am Seminar teilnehmen. Und dann hat er nicht am Seminar teilgenommen. Dann ist eine Sühneleistung fällig. Was muss er machen? Er muss entweder einen Sklaven befreien oder er muss 10 arme Menschen speisen oder er muss 10 kleiden. Richtig? Das ist die Sühneleistung für jemanden, der den Schwur gebrochen hat. Was auffallend ist bei all diesen drei Sühneleistungen ist was? Sie sind alle finanzieller Natur. Einen Sklaven zu befreien, kostet Geld. 10 Bedürftige zu speisen, kostet Geld. Und 10 Bedürftige zu kleiden, kostet Geld. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, wer das nicht kann, oder wer das Geld dafür nicht vorfindet, oder wer keine Bedürftigen vorfindet, oder keine Sklaven vorfindet, die er freuen kann, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, der soll 3 Tage fasten. Und die Frage ist jetzt, die 3 Tage, die man fastet, manche Gelehrte sagen, du fastest 3 Tage, egal, hintereinander oder nicht hintereinander. Andere sagen, nein, die müssen hintereinander sein. Und diese Meinungsverschiedenheit wird aufgelöst oder kann man auflösen, denn es gibt eine Shahad-Qira'a über Abdullah ibn Mas'ud, das er gelesen hat. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ, hintereinander folgend. Deswegen diejenigen Gelehrten, die dir sagen, du musst die 3 Tage hintereinander fasten, dann weißt du automatisch, dass er einem Grundsatz folgt, er lautet, eine Shahad-Qira'a darf zur Argumentation herangezogen werden und hat auch Beweiskraft, und wenn er sagen würde, nicht, dann weißt du, wenn er sagen würde, sie müssen nicht hintereinander sein, dann weißt du, dass er diesem Grundsatz nicht folgt. Und wenn er dir sagt, sie haben Beweiskraft, aber du musst nicht 3 Tage hintereinander fasten, dann weißt du, dass er keine Ahnung hat, was er sagt eigentlich. Frage am Ende, inshallah. Das war das Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem Stillen.
Das ist auch ein weiterer Nutzen, die zeitliche Abfolge der Verse. طيب, meine lieben Geschwister, die Unterschiede in der Qiraat, darüber haben wir schon in vielen Beispielen gesprochen, deswegen brauchen wir das jetzt nicht nochmal wiederholen. Das wurde ja eh schon erwähnt. Deswegen möchte ich eigentlich vom nächsten Kapitel das Folgende nur kurz einmal durchgehen. Und zwar, wir sind Kapitel 6, 8. Die eine Sache kann man sich selbst lesen, das ist aber nicht jetzt so. Also viele Sachen, die ich euch schon mündlich gesagt habe, finden sich dann teilweise dann nochmal wieder ein bisschen geordnet. طيب. Jemand möchte die Qiraat erlernen. Wie geht das? Da gibt es bestimmte Schritte. Schritt Nummer 1, du musst den Koran lesen lernen mit Tajweed. Das ist Voraussetzung. Das ist so die klassische jetzt Vorgehensweise. Ja, also du lernst erstmal den Koran lesen, richtig lesen mit Tajweed. Dann als nächstes hat sich eingebürgert, dass man ein Gedicht lernt über Tajweed. Das heißt, wo die ganzen Regeln erklärt werden. Das berühmteste ist Al-Muqaddim al-Jazariya oder Tuhfatul Atfal. Auf jeden Fall lernt man so ein Gedicht auswendig. Dann hat man die ganzen Regeln, wann macht man den mit lang, wann macht man den mit kurz, wann macht man Idram, wann macht man keine Idram, bei welchen Buchstaben macht man Qalqala, bei welchen macht man keine Qalqala, ja? Welche Buchstaben werden dunkel gelesen, welche hell gelesen. Ja? Weil diese ganzen Regeln sind in solchen Gedichten zusammengefasst. Man lernt das, man lernt auch eine Erklärung dazu, man liest eine Erklärung dazu seinem Lehrer vor und idealerweise trägt man dieses Gedicht seinem Lehrer auswendig vor und bekommt eine Ijaza in diesem Gedicht. Ijaza ist dann auch das gleiche wie eine Überlieferungskette von dem Lehrer bis zu dem Autor von diesem Buch. Weil alles wird überliefert über Überlieferungsketten. Ja. Drittens, man lernt den Koran auswendig nach einer bestimmten Riwaya, nach einer bestimmten Lesart. Und das ist dein Standard. Weil irgendwas musst du haben, wovon du ausgehst. Danach als Viertes trägt man diesen auswendig gelernten Koran seinem Koranlehrer vor, um von ihm ein Zeugnis zu bekommen, dass dieses Lesen 100% übereinstimmt mit der Lesung des Lehrers, wiederum mit seinem eigenen Lehrer, sodass er dir eine Ijaza gibt, in dieser bestimmten Art zu lesen. Er sagt dann, hiermit erlaube ich dir, den Koran über mich in dieser Lesart so und so zu überliefern, genauso wie ich sie von meinem Lehrer so und so gelernt habe und dieser wiederum von seinem Lehrer so und so, und erteilt ihm dann sein Sanad, seine Überlieferungskette mit bis zum Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dann hat man eine Riwaya gelernt. Jetzt möchte man ja die Qiraat lernen, möchte jetzt andere Riwayat lernen, möchte andere Lesarten lernen. Da kann man entweder eine zweite lernen oder eine dritte lernen, nach dem gleichen Schema wie vorher. Aber eigentlich, wenn die Motivation genug ist, dann lernt man das Gedicht von Imam al-Shatibi, rahimahullah ta'ala. Das heißt Hirzul Amani wa Wajhu al-Tahani, bekannter als al-Shatibiyya. Und dieses Gedicht beinhaltet dann die 7 Lesarten. Wenn dann die Motivation immer noch da ist, macht man weiter mit einem weiteren Gedicht. Das ist von Imam Muhammad ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala. Er hat ein Gedicht geschrieben, heißt Ad-Durra al-Mudiyya. Ad-Durratu al-Mudiyya. Und dieses Gedicht ist aufgebaut auf das Gedicht von Imam al-Shatibi, besteht aus 241 Doppelversen, und wenn man das zusätzlich gelernt hat, man kann es nicht separat lernen, man kann nicht das Gedicht alleine lernen, man muss es zusätzlich zur Shatibi lernen, dann hat man 10 Qiraat gelernt mit bestimmten Überlieferungswegen. Die 7 von Imam al-Shatibi und die 3, man nennt es der Durra-Weg, wie dem auch sei, dann hat man 10
Qiraat gelernt. Und diese 10 nennt man die 10 kleinen Qiraat. Die 10 kleinen Qiraat. Warum 10 kleine Qiraat? Weil das nur wenige ausgewählte Tariq sind. Wenig zu jedem der 10 Imame führen jetzt durch diese beiden Sachen, die man gelernt hat, nur sehr wenige ausgewählte Überlieferungsketten. Sehr wenige ausgewählte Überlieferungsketten. Das nennt man die 10 kleinen Qiraat. Al-Ashr al-Sughra. Wenn dann die Motivation immer noch da ist, dann steigt man zum nächsten Gedicht, das heißt Tayyibatun Nashr. Das hat Imam Muhammad al-Jazari auch geschrieben und besteht aus 1015 Doppelversen. Und dieses Gedicht beinhaltet dann auf einmal die 10 großen Lesarten. Die 10 großen Lesarten. Das heißt also, sozusagen alles, was uns authentisch an Mutawatir Qiraat erreicht hat, nach der Auswahl von Imam Muhammad ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala, ist deutlich aufwendiger, weil da gibt es dann, wie ich schon mehrmals gesagt habe, um die 1000 Tariq. Wir haben gesagt, Tariq ist jede Überlieferung nach einem Rabi. Das war's, meine lieben Geschwister. Als schöner Einstieg in die Wissenschaft der koranischen Lesarten. Und bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah will, versuchen wir inshallah vom 2. bis 4. April, müsste es sein. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach. Ja, vom 2. bis 4. April, da versuchen wir inshallah in den Osterferien das 7. Seminar dazu zu machen, wo es dann gehen wird über den Koran und die Orientalisten. Ursprünglich, als ich dieses Buch geschrieben hatte, war ich hier mit dem Buch fertig, aber ein edler lieber Bruder hat mich, Bruder Karim, der hat mich darauf hingewiesen, dass ich noch dieses Kapitel hinzufügen soll, weil die Orientalisten beschäftigen sich sehr viel mit dem Koran Karim. Und die Thematik der Lesarten ist ein nicht zu unterschätzender Angriffspunkt, was die Authentizität des edlen Koran Karim angeht. Und deswegen habe ich gesagt, ich widme mich dieser Thematik extra, und ihr seht, das hat auch einige Seiten aus dem Buch beansprucht. Ist sicherlich yani, nicht für jeden jetzt so besonders interessant, aber ich denke, es schadet nicht. Also Wissen ist immer nützlich und man sollte auch wissen, wie man argumentiert, falls jemand dir sagt, hier ist der Koran, da steht das drin, hier in dieser Koran-Ausgabe steht es ja anders drin. Ihr sagt doch immer, es gibt nur einen Koran, wie geht man jetzt damit um? Aber diese Thematik, inshallah ta'ala, all das wollen wir uns bi'idhnillah azza wa jal genauer anschauen. Und auch uns berufen auf ein paar Standardwerke, die Orientalisten auch benutzen, Stichwort Nulldecke und diese Leute. طيب, Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, für eure Aufmerksamkeit, möge Allah mit euch schützen. Und hier sind wir fertig. Falls es Fragen gibt, dann nehmen wir sie jetzt an, bevor wir dann die Online-Prüfung machen. Bitte schön. Also was ist, wenn man schwört über eine Sache oder eine Situation und die hat sich als falsch ausgestellt? Beispielsweise sagt, wallah, ist es so passiert? Und danach steht es raus, dass es nicht so passiert. Also wenn man geschwört hat über ein vergangenes Ereignis, zum Beispiel, wallahi, gestern war ich im Ort so und so, und dann stellt sich heraus, es war falsch, weil man das verwechselt hat, zum Beispiel, dann braucht man dafür keine Sühneleistung vollziehen. Sondern über vergangene Ereignisse, da ist die Problematik, wenn man absichtlich gelogen hat, das wäre ein schweres Vergehen. Aber ansonsten, wenn man es aus Versehen gemacht hat, wallahi, gestern habe ich den Bruder getroffen. Ah nee, stimmt, das war vorgestern. Ja? Das ist kein Problem, das ist verziehen. Die Sühneleistungen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Ja. Frage. Wenn man irgendwelche Fragen zum Islam hat, kann man sich da an Sie wenden? Gibt es irgendwie vielleicht Facebook oder sowas?
Am einfachsten, wenn es Fragen gibt, religiöse Fragen, wenn man in dem wöchentlichen Unterricht teilnimmt, entweder in der Moschee oder online. Also einfach dabei sein, regelmäßig, und seine Fragen rechtzeitig posten. Und wenn es mal nicht drankommt, die Frage, dann beim nächsten Mal nochmal posten. Das ist das Beste. Oder in solchen Seminaren kann man auch kommen. Schauen. Da habe ich eine Frage. Wir machen ja beispielsweise so Dua. Oh Allah, gebe mir Gutes und dies jetzt Gutes in mir und so weiter. Kann man auch Dua machen, während man beispielsweise Auto fährt und seine Hände nicht heben kann? Einfach, man wünscht sich was und man wird Dua machen. Kann man einfach sagen, oh Allah, bitte gebe mir das und das. Für Dua ist keine Voraussetzung, dass man die Hände dazu hebt. Also einfach nur aussprechen und mit dem Herzen genau. Quasi das meinen, was man will. Du kannst zu Allah direkt sprechen, weil es zwischen uns und ihm keine Vermittler gibt. Und das Heben der Hände ist eine zusätzliche Sache, die man mit dem Dua machen kann, darf. Manchmal ist es sogar Sunnah, dass man es macht. Und manchmal ist es keine Sunnah. Zum Beispiel, du bist im Salah. Du bist im Salah, am Ende sagst du, Ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh, ne, das ist der Tashahud. Und jetzt fängst du an mit Dua, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, richtig? Und dann sprichst du vielleicht noch andere Dua von dir selbst aus, ja? Weil würdest du nicht im Gebet jetzt deine Hände heben, oder? Nee. Deswegen, in jeder Situation macht man die Ibadah so, wie sie überliefert worden. Aber wenn du im Auto bist, als Beifahrer zum Beispiel, und hebst deine Hände, das ist gut. Das ist eine Sunna. Hebst du deine Hände nicht, ist auch in Ordnung. Das ist keine Voraussetzung für. Ja. Ja, ja, ich mache es in die Gruppe. Ja. Die Dankbarkeitsniedergreifung. Laut meiner Erinnerung braucht man da kein Wudu und auch nicht die Qibla. Und ja. Also bei der Dankbarkeit, Niederwerfung, entscheidend ist, dass man sich einfach niederwirft für Allah subhanahu wa ta'ala. Nur in andere Richtung als Qibla, yani, du müsstest es ja für Allah machen, richtig? Deswegen machst du in Richtung Qibla, weil das ist der Sujud, den wir kennen. Wir kennen keine andere Richtung. Ja? Aber wenn du zum Beispiel auf einem Gefährt bist, wie im Zug oder im Auto und so, und du hast keine andere, dann machst du es ja am Sitzen. Ja? Dann machst du es in die Richtung, der du dich gerade bewegst. Aber? Und ohne Wudu ist richtig, kann man auch machen, wenn man nicht Wudu hat. Kann man auch, ne? Kann man auch, ne? Man sagt da immer Subhanallah Rabbil Ali, ne? Wallah, du kannst sagen, was du möchtest. Kein Problem. Es gibt ein Dua, Subhanallah, Sajda Wajhi, Alladhi Khalaqahu, wa Shaqqa Sam'ahu und so weiter. Es gibt andere Dua, aber wenn du auch ein Subhanallah Rabbil Ali sagst, auch wenn du gar nichts sagst, du hast den Sujud gemacht. Es geht um den Sujud. Die Dankbarkeit ist die Niederwerfung für Allah. Ja. Weil der gläubige Mensch, wenn Allah Azza wa Jalla ihm etwas Gutes gegeben hat, alaikum salam, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes gegeben hat, dann ist er yani, so dankbar, dass er sich für ihn klein macht. Ja. Das ist ein Zeichen der Dankbarkeit. Wenn es noch Fragen zur Prüfung gibt, also könnt ihr später fragen, dass die Brüder, die schreiben wollen, zur Prüfung? Nicht zur Prüfung, ja. Zur Prüfung? Ich bin hier, deswegen lasst uns erstmal diese Sache machen. Und dann inshallah Tage, damit die Brüder gehen. Jazakumullahu khayran, barakallahu fikum. Ich mache das jetzt dann in die.